Klaus von Technophil hier für euch auf der IFA mit einer kleinen Neuentdeckung sozusagen. Carbon, eine britische Firma, die jetzt auch den Start Richtung Deutschland schaffen will oder einleiten will. Sie haben bisher noch keine Vertriebskanäle, von daher ist es noch nicht ganz sicher, ob und wann das genau losgeht. Aber es könnte ein weiterer sehr interessanter Player werden für preiswerte Geräte. Wir sehen hier so eine ganze Latte von Geräten, die fast alle mit MediaTek-CPUs betrieben werden. Eins, das ich euch mal ein klein bisschen zeigen möchte, ist das Octane. Das ist ein Octa-Core-Gerät mit einem sehr auffälligen Design, zumindest hier in dieser roten Version. Das sieht ziemlich cool aus, finde ich. Schön flach, ist zwar ein Kunststoffgehäuse, auch nicht wirklich Soft-Touch, aber durch die Farbe macht das viel wett, finde ich. Wenn wir mal gucken, ist ein bisschen schwierig, das jetzt hier anzukriegen. Display sieht ziemlich gut aus. Hat kaum Farbverfälschung oder Abschattungen. Läuft alles sehr, sehr flüssig. Hier anscheinend auch so ein bisschen modifizierte Android-Oberfläche. Guck mal kurz an, auf die technischen Daten. Es ist ein, wie gesagt, ein Octa-Core-Prozessor mit 1,7 GHz drin. Ich vermute, das ist der MT6592 von MediaTek. Dual-SIM-fähig. Natürlich Bluetooth Version 4. Ein 5 Zoll HD-Display, also nicht Full HD, sondern die 720x1280 Auflösung. 13 Megapixel Kamera inklusive LED haben wir hier hinten drauf. 16 GB Speicher, 1 GB RAM. MicroSD-Karten-Slot. Offensichtlich kann man die Rückseite abnehmen. Ich hoffe mal auch, dass die Batterie wechselbar ist. Da kann ich gleich nochmal nachfragen. Ja, das ist WLAN hat, ist natürlich selbstverständlich. Und ein Standby-Time 5 Hours lese ich gerade hier unten auf diesem Specsheet. Das kann nicht wirklich wahr sein. Das wäre ziemlich peinlich. Das sollen vielleicht eher 5 Tage sein, das wäre dann natürlich optimistisch. Talktime 250 Hours, ja, dann würden die 5 Tage eher passen. Leider keine Angabe zur Akkukapazität. Mal schauen, ob das Gerät demnächst auf den deutschen Markt kommt. Ich habe mal hier meine Visitenkarte hinterlassen und würde mich dann direkt darum bemühen, auch sowas mal zu testen. Das könnte wieder eine schicke Alternative sein zu den Vicos, Huaweis, Alcatels dieser Welt. Durchaus spannende Sache. Mal gucken, ob ich es schaffe, hier an die Einstellungen dran zu kommen. Einhändig ein wenig schwierig. Ach, machen wir es doch einfach so. Dafür haben wir doch die Halterung. Gucken wir noch ganz kurz in die Statusinformationen rein. Genau, Android KitKat ist drauf, hier 4.2, wie bei den MediaTek-Geräten üblich, noch nicht die 4.4.4er-Version. Hier steht als Model Number Titanium Octane. Ja, wie gesagt, schickes Gerät. Klaus von technophil.de auf der IFA bei Carbon. Wollen wir mal schauen, ob wir die demnächst in Deutschland begrüßen dürfen.